Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, kein Dragon Ball Video, sondern ein Video, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und zwar haben wir eine News bekommen, die verdammt geil ist. Es geht nicht um Dragon Ball Super, es geht wie gesagt nicht um Dragon Ball Super, aber es geht um Boruto bzw. Naruto, denn wir hatten die Jump Festa. Die Jump Festa ist so ein Event vom Shonen Jump, da geht es halt um die ganzen Manga, die da laufen, Naruto, One Piece, Dragon Ball und so weiter und so fort. Da kommen sehr, sehr viele News raus, zu Dragon Ball kam auch ein bisschen was raus, aber nicht wirklich was Neues, deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht behandeln. Man hat auch Academia gesehen, Black Clover gesehen und solche Sachen, aber hier geht es um Boruto bzw. also um Naruto, und das ist wichtig, denn Boruto hat bis jetzt im Manga eine Story gehabt, aber die war halt nur vom Film, den wir gesehen haben, also war nichts Neues dabei. Wir haben lange keine neuen Boruto-Sachen bekommen, außer das erste Kapitel, wo wir gesehen haben, dass Boruto auf einmal erwachsen war, ja. Und wir haben jetzt im April 2017 einen Boruto-Anime confirmed, und Kishimoto selbst, also der Mangaka von Naruto, macht selber auch mit und sagt, dass er es plant, wirklich das besser als Naruto zu machen, ja. Das Ding ist natürlich, das würde man als Mangaka immer sagen, dass man das halt versucht, weil man muss die Fans ja irgendwie anheizen, sage ich mal. Also ich muss man das Ganze noch abwarten, aber Leute, ich bin so ein krasser Naruto-Fan. Hier zu sehen, dass Boruto ein Anime bekommt und der auch wirklich laufen wird mit Story-relevanten Sachen, freut mich so krass, und das kann wirklich enorm wichtig werden für Anime, wenn ein Anime kommt wie Boruto, der gut laufen wird und der halt aktuell ist. Das wird eh nicht so wie Super sein, sage ich mal, dass der Anime erstmal aktuell sein wird und der Manga dann aufholen wird. Das wird bei Super jetzt auch sein, mit dem neuen Turnier glaube ich auch, dass der Manga den Anime aufholen wird, weil wir haben richtig lange Filler-Sachen. Deswegen glaube ich schon, dass es eine gute Möglichkeit ist, dass der Manga da aufholen wird. Außerdem hat der Manga das von Dragon Ball Super gesagt. Deswegen glaube ich, dass es bei Boruto ähnlich sein wird. Aber reden wir erstmal darüber, was man machen kann. Ich denke, das Setting von diesem ganzen Boruto-Anime wird viel düsterer sein, als wir das kennen, weil, ich weiß nicht, das passt irgendwie mehr in dieses ganze Boruto-Setting, weil es halt schwer ist, das Ganze wie Naruto aufzubauen. Deswegen glaube ich, ist sowas eher likely, sage ich mal, eher möglich, dass es halt so wird. Und ich sag mal so, Boruto als Erwachsener in so einer postapokalyptischen Ninja-Welt, das hat schon was. Das ist wirklich schon geil. Deswegen, da kann man wirklich was sehr, sehr Nices raushauen. Und ich werde auch auf jeden Fall Videos dazu machen. Da könnt ihr euch verdammt nochmal sicher sein. Deswegen guckt euch auf jeden Fall Naruto an, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich kann das sowieso jeden Fall nicht empfehlen. Naruto, Dragon Ball und One Piece, absolut meine drei Favorite Anime of all time. Das war immer so, wird auch immer so sein. Und der Ennis und ich, die werden auf jeden Fall sehr viele Videos dazu machen. Das heißt, wenn ihr Boruto auch wirklich auf YouTube verfolgen wollt, auch den Ennis abonnieren. Ich lasse ja noch in der Beschreibung da. Der wird sicherlich sehr, sehr viele Videos zu dieser ganzen Thematik machen. Und wir haben leider noch eine Sache zu besprechen, die nicht so schön ist, sagen wir mal. Und zwar, wir haben wieder die Hiobs-Botschaft bekommen, nämlich den Live-Action-Naruto-Film. Der wurde angekündigt, und wir als Dragon Ball Community sollten es auch kennen mit Dragon Ball Live-Action-Filmen, dass das nicht ganz funktioniert, sage ich mal. Der Film von damals war absolut scheiße. Und jetzt gibt es noch einen Film von Naruto, der wird kommen, von Lionsgate und Michael Gracie. Und ich habe das Ganze mal nachgegoogelt. Dieser Michael Gracie, der scheint wirklich nicht allzu viel Erfahrung zu haben. Unser Film ist Naruto sogar als zweiter Film oder als einer der Filme gelistet. Er hat zwei Filme irgendwie gemacht und die kommen alle beide noch raus. Deswegen können wir überhaupt nicht wissen, was wir da zu erwarten haben. Ich sag mal so, die Möglichkeit, dass dieser Film nicht schlecht wird, ist natürlich da. Aber es ist fucking Naruto. Ich glaube nicht, dass man das in der heutigen Zeit als Film gut umsetzen kann. Ich glaube wirklich, dafür ist es noch viel zu früh. Ich meine, allgemein dieses Shonen umzusetzen, diese Schlagabtäusche, das ist schon verdammt schwer. Aber das Ganze mit Ninjutsu, Genjutsu und auch Taijutsu zu machen, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen mal gucken, ich sag jetzt schon mal, das wird wahrscheinlich ein Flop werden. Ich bin wirklich ein Typ, der sagt, das kann einfach nichts werden. Aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Und deswegen ist eure Meinung in den Kommentaren verdammt wichtig. Und für die Leute, die sich auch für die Dragon Ball News, für diesen kleinen Trailer zum Turnier, interessieren, das werde ich auch nochmal verlinken. Da könnt ihr auch nochmal gerne vorbeischauen. Also habe ich es auf jeden Fall verlinkt. Das von Dragon Ball Super, das von Boruto und auch Ennis. Den könnt ihr abchecken, um da halt ein Abo dazulassen. Weil wenn Boruto richtig losgeht, weiß ich ganz genau, dass er richtig durchdrehen wird. Aber damit soll es dann auch genug gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare, was denn ihr darüber, dass Boruto zurückkommt, dass Kishimoto zurückkommt und dass das Jahr 2017 für Anime fucking geil aussieht. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Haut rein!